Willkommen zum großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. In den nächsten Minuten werden die Teams hier auf dieser klassischen Strecke der Formel 1 erscheinen, um ein Training zu fahren, das hektisch werden könnte. Eine Möglichkeit für die Fahrer, Strecke und Auto kennenzulernen und herauszufinden, ob sie nach dem Zusammenbau des Autos an der Strecke sich für das richtige Setup entschieden haben. Also Stefan Römer, warum erzählst du uns nicht, was die Fahrer in dieser Session alles anstellen werden? Ich würde sagen, die erste Aufgabe für die Fahrer im freien Training ist es, Daten für Wechselwirkungen zu ermitteln, die es den Technikern ermöglichen, die Simulationsmodelle mit echten Daten zu versorgen und damit zu vergleichen. Als zweites braucht der Fahrer eine gewisse Zeit, um sich an einen Kurs zu gewöhnen, den er wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang nicht gefahren ist. Das ist ein Fakt, der oft übersehen wird. Und schließlich konzentriert man sich auf die Details der Autoeinstellungen und die Reifenabnutzung. Es ist äußerst wichtig, ein gutes Verhältnis zu deinem Renningenieur zu haben, damit er die richtigen Verbesserungen zur richtigen Zeit vornehmen kann und am Ende für die Leistung sorgt, die du auf der Strecke brauchst. So, das wird mein erster Versuch für die Streckenakklimatisierung. Ich habe wieder ein Custom Setup benutzt, was definitiv mehr auf Geschwindigkeit geht. Oh. Mal gucken. Ich bin in der Einführungsrunde schon ganz schön rumgerutscht gefühlt. Aber es ist halt auch Spanien, also ich weiß ja noch nicht so genau, ob das am Setup lag oder an mir. Wahrscheinlich an beiden. Wie auch schon in Russland und davor, es gilt erstmal überhaupt jedes Programm zu schaffen. Und so quasi die Grundpunkte mitzunehmen und dann schauen wir mal, ob wir es irgendwie auch perfekt kriegen. Auf jeden Fall auf einen guten Weg, das jetzt im Normalmodus zu schaffen. Oh, das Tor ist neu, glaube ich. Das gab es in 2016 noch nicht dabei. Ich habe eh den Eindruck, es sind mehr Tore geworden hier auf der Strecke. Oh nein! Da habe ich leider die Kurve verpasst. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Wir hätten einen Beständigkeitsbonus. Mehrere Kurven hintereinander meistens. Okay. Das war ein bisschen zu viel gedreht. Das ist genau das Problem an dem Setup. Also es funktioniert, glaube ich, ganz gut, was die Geschwindigkeit angeht. Oh je. Aber jetzt kann ich auch schon in die Box fahren, denn das wird so leider nichts. Das Benzinsparen ist angesagt und das Interessante ist dadurch, dass ich mit Regenreifen oder mit Intermediate unterwegs bin, sowieso relativ früh abbremsen muss. Bin ich sowieso sehr vorsichtig, was Gas geben angeht, also könnte sein, dass mir das sogar zugute kommt dabei. Wenn mir denn keiner von hinten auf die Nerven geht. Das sieht bis hierhin noch gar nicht so schlecht aus. Für die Zeit und so, das passt schon ganz gut zusammen. Habe ich ihn sehr weit rollen lassen, weil ich noch ein bisschen Zeit über hatte. Wenn ich gerne Richtung Perfekt kommen möchte. Das sieht doch gut aus. Der Starkregen wird eine Weile dauern. Sieht nicht so aus, als ob er sich bald verzieht.
Ja, da haben wir das mit dem Benzinverbrauch in einer Runde erledigt. So soll das doch sein. Gut, kurzer Blick auf die Ressourcenpunkte. Akklimatisierung war normaler Erfolg, also kann sein, dass das in einem späteren Trainingstag noch verbessert wird. Benzin sparen, da kam mir jetzt wirklich der Regen zugute. Reifenmanagement hat mit den Regenreifen leider auch nicht besser funktioniert. Ein bisschen schade. Beendete Runden 9, ja gut. Auch nichts machen. Teamziele. Der Rest kommt sowieso erst im Trockenen und Disziplinardruck. Ja, das war wie üblich mal eine ungültige Runde. Das kenne ich ja schon. Also, zweiter Trainingstag und Rennstrategie ist der erste Programmpunkt und danach denke ich mal, will ich nochmal gucken, ob ich die Akklimatisierung nicht auf perfekt bringe, beziehungsweise das Reifenmanagement, weil das Qualifying-Tempo, das würde ich mir dann zum Schluss aufheben, wenn die Rennen oder die Runde wahrscheinlich am schnellsten ist hier auf der Strecke, weil die ja normalerweise immer deutlich schneller wird bis zum Ende. Sollte da einfach mehr drin sein. Muss er doch vom Team, von den Teamzielen her, drei saubere, schnelle Runden hinkriegen. Das heißt, es steht eigentlich drei schnelle Runden, aber sie müssen auch sauber sein. Also, oder anders formuliert, sie müssen zählen. Das ist ja im Moment noch so ein bisschen mein Problem. Diese Schikane, das ist raus. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Yeah, schnellste Runde. Aber sonst hat auch noch keiner mehr Zeit. War nicht gut, aber wieder ein bisschen Zeit reingeholt. Weil die Einstellung halt einfach eher auf schnell gestimmt ist. Schon ein bisschen näher ran, weil der dritte Sektor ist hier noch wirklich nicht meines. Nein! Habe ich viel Zeit verloren. Und ich sag noch, ich muss drei saubere Runden kriegen. Am Stück, wohlgemerkt. Und die zählt eh nicht, doch, die zählt. Sie zählt zwar. Du musst dich noch verbessern. Genau, aber es fehlt ein bisschen an der Zeit. Oh, nicht über die Curbs fahren. Was mache ich denn da? Jetzt wollte ich in diesem Tempo rausholen, aber ich sowas. Nach wie vor auf dieser Strecke nicht wohl. Es hat sich nicht geändert. Ja, toll, da habe ich Zeit verloren.
Diese Schikane, die fühlt sich so blöd an. Oh, das erste Mal die Kurve halt, das ist gut gekriegt und schon gewinnig Zeit. Okay, warum das Teamziel jetzt erfüllt war, weiß ich zwar nicht, aber mir soll es recht sein. Ich dachte eigentlich, die müssen noch zählen. Aber ich nehme auch das. Kein Problem. Na komm, ist die Zeit hier rausholen. Bisschen aufmachen müssen, dass wir in Zeit verloren am Ende. Na? Was? Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. So, jetzt müssen wir noch eine gute Runde hinkriegen. Ich dachte schon, die Runde zählt nicht, weil ich so nah reinkomme. An den Körb. Sieht gut aus. Bis hierhin ist die Zeit in Ordnung. Ah, da habe ich wie immer Zeit verloren, aber es hielt sich in Grenzen. Aber es passt. Gut, das optimale Tempo haben wir. Dann kann ich mich ja den anderen Programmzeilen widmen. Okay, du musst dann die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Nochmal ein Versuch, die Reifenoperation zu machen. Aber die Reifen sind schon ziemlich abgefahren. Ich wollte es mal probieren. Wobei ich glaube, dass es natürlich von der Zeit dann nicht so schwierig wird. Interessant. Das galt als Reifen schon. Wow, jetzt ruckelt's. Warum ruckelt's denn jetzt so? Also der letzte Patch hat bei mir insofern nichts gebracht im Ruckeln. Ja, also die Abnutzung sieht eigentlich ganz gut aus, erstaunlicherweise. Nein, jetzt habe ich das gerade versaut. Bis dahin sah es so gut aus. Das hätte gepasst. Och, nö. Das Tempo ist gut. Die Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay. Hm.
ist auf jeden Fall okay. Ah, okay, also das lohnt sich für den Reifen, kurz zu wissen. So. Jetzt sieht es in Ordnung aus. Ich muss halt ein bisschen gucken, dass ich da irgendwie jetzt nicht mehr Reifen kaputt mache wie vorhin in der Runde, weil der Lars sah schon ganz okay aus. So, am Ende komm. Das passt. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Geht doch. So, auf der Zeit nach der perfekten Runde. Das Problem ist, hier oben wird jetzt nur der Erfolg angezeigt, die Zeit, die ich erreichen muss. Ich war aber gerade schon, das ist nämlich mein zweiter Versuch für das Qualifying Tempo, auf einer Zeit für das Perfekte. Fehlte auch nicht viel und dann habe ich mich genau vor der Box ein bisschen zu sehr ins Zeug gelegt und quasi in die Box gedreht, in die Mauer und konnte es dann leider nicht zu Ende fahren. Es fehlte nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Ja, knapp. Mal sehen, ob ich jetzt rankomme. Auf jeden Fall, Zeit ist okay, aber das reicht überhaupt nicht. Das reicht nämlich nur fürs Normale. Ja, jetzt bin ich zu weit rausgekommen, das wird nichts. Also hier habe ich mich weggedreht und bin dann in die Boxenmauer gerutscht, konnte ich leider nicht verhindern. Gute Runde, wir haben unsere primäre Zielzeit erreicht, das ist erfreulich. Das fehlte nicht viel. Und mal wieder der Blick auf die Ressourcenpunkte. Zweiter Trainingstag abgeschlossen und man sieht schon, Rennstrategie habe ich perfekt hingekriegt und auch das Reifenmanagement. Es hat sich auf jeden Fall punktemäßig gelohnt, auch das Qualifying-Tempo, und da war es so knapp, tatsächlich das auf perfekt zu bringen, zumindest im zweiten Versuch. Ja, schade. Ja, da haben wir schon den Ressourcenpunkte für den dritten Trainingstag. Man sieht schon, da ist nicht viel passiert, nur eine Runde. Grund war, ich wollte die Akklimatisierung neu machen. Das war auch die erste Runde, fehlte nicht viel, aber in der zweiten Runde wurde ich dann von hinten angestoßen und in die Mauer gedreht. Auto kaputt, kann man nichts machen, deswegen da nichts an Verbesserung. War ein sehr kurzer Tag. Und damit sind wir auch mit dem Training durch, also hören wir nochmal kurz in die Voicemail. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Ja, und damit haben wir mal wieder den 16. Platz vorgegeben und natürlich Alonso schlagen. Gut, 16. Platz, das heißt eigentlich, ich müsste nicht ins Q2 kommen, aber da möchte ich natürlich hin. Mal sehen, ob das möglich ist. Jetzt fehlen mir natürlich Punkte. Das ist richtig blöd. Weil ich leider noch immer nicht aufwerten kann. Deswegen an der Stelle Trainingstage vorbei. Es geht zum Qualifying. Bis dahin, erstmal ciao.